Hey ho und willkommen zurück bei Let's Play. Muss ich auch singen? Ja, musst du. Mario Galaxy 2. Süßer des Kommentators Glocken nie klingen als zur Segensangzeit. Es ist ob als Teufelein swingen im Swingerclub früher und was? Dann darfst du ja jetzt dieses komische Wirbeltier da fangen. Viel Spaß. Ja, das, was ich im letzten Video schon angeteasert habe, gibt's direkt im Video drauf. Das ist doch super. Ja. Ne? Muss man nicht lange warten. Hätte ich das gar nicht machen sollen. Ich habe gedacht, das dauert jetzt noch eine Weile, bis die Herausforderung kommt. Naja, egal. Ah, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. I hate it. Aber das ist mehr so eine Ausdauersache. Und keine. Ja. Keine. Ja, muss schon ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür haben, denke ich, dass man. Komm ich da hinten durch? Direkt? Jawohl! Haha! Hast aber du das gesehen? Ist doch auch die Tatsache. Ja, habe ich gesehen. Das ist doch die Tatsache, dass wenn das Ding runterfällt und stirbt, dass man dann sich töten kann. Ja, das kann so gut wie sie wahr sein. Ich meine zumindest das Respawns nicht, also. Nein, ich bin mit dem Kopf an den Entkopfer! Ah, scheiße! Kacke! Huren! Hühnchen mit Wurstgarnitur. Okay, mal sehen, ob ich es wenigstens noch bis zum nächsten Checkpoint schaffe. Das wäre wünschenswert. Ja. Oh nein, ich muss diese Bob-Omb-Kacke nochmal neu machen. Ah. Okay. Ja, die geht noch. Außerdem hast du ja da so, Gesundheit Bob wieder eingekraft. Man, komm mir hinterher. Komm, schön. Sei ein braves Bob-Omb. Genau, nicht explodieren, bevor du explodierst, so. Komm, jawoll, jawoll, wenn ich bedenke, dafür den Eimer da unten hinzukriegen, dann muss ich bestimmt auch, nachdem ich erstmal rausgefunden habe, dass man das machen muss, auch ein paar Mal laufen. Ja, musste ich auch. Okay, musste ich so einen roten oder so einen gelben holen? Ich meine einen gelben, könnte aber ein roter gewesen sein, ich glaube eher einen roten. Ja, der respawnt wieder, ne, jetzt kann ich so ein bisschen die gelben hier in die... ins Jenseits knallen. So. Aber ja, der Bock. Mal, dass du nicht die gelben nehmen musstest. Ah! Mein Gott, nimm das Ding! So. Zack! Komm, geh kaputt! Jawohl! So. Sehr schön. So, Leben gekriegt. Oh mein Gott. Wo war denn der scheiß Hausmeister noch gleich? Der war doch hier irgendwo, oder? Ich meine, der war oben, ja. Moment, dich knall ich noch. Ach, auf und so. Zwei auf einmal. Sehr gut. So. Sprech mir mal an. Du bist auf der Suche nach einem dieser Sterne, nicht wahr? Ich habe vorhin im Müll so einen gefunden. Augenblick, du glaubst, ich gebe dir einfach so rein weiter. Alles hat seinen Preis. Arschloch. Sechs weißt auf. Du was? Ja. Ich bin ganz verdammt in diesen roten Schnuckel. Warum bringst du ihn mir nicht von einem roten Schnuckel hierher? Weil das scheiße ist, Peter. Ja, ist doch wahr. Ja, er hätte sich einfach einen anderen Ort... So, komm her, roter Schnuckel, komm her, ja. Geh weg, gelber Arsch. Hab ich den gerade kaputt gemacht oder was? Den gelben? Scheiße. Den roten? Mein Gott! So, roter, komm her, komm her, komm her. Komm her, roter. Ja, sehr schön, schön, sehr. Wow, ja. Folge mir. Glaube mir. Komm doch her. Das sieht doch vielversprechend aus. Das klappt doch hier mehr auf Anhieb. Charge! Jawohl! Das ging sogar schnell. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Oh, ist er nicht hinreißend. So süß. Vielen Dank. Für die Blumen? Klaro, abgemacht ist abgemacht. Dieser Powerstern ist jetzt deiner. Finde ich gut. Auf einmal weiß er doch, wie die Dinger heißen. Ja. Er wollte einen Schnuckel, den Schnuckel hat er. Und wenn er den Schnuckel hat, findet er den Stern nicht schnuckelig. So, sehr schön. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch 11 Minuten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war ein schneller Stern, obwohl ich den Michi Galaxie quasi halt nochmal durchspielen muss. Das war ja quasi kurz vorm Ende. Ich hätte ja noch durch diesen Schwebeparcours durch müssen. Ja. 73 Sterne. Ah, das geht. Oh, und ich habe, glaube ich, auch genug Starbits, um den Luma in dieser Galaxie freizuschalten. Das ist sehr gut. Weil in der nächsten Galaxie. Sag bloß, du hast diese beide Schrotte hier, Hausmeister, mit dem Rad. Den habe ich schon letztes Mal mit dem Rad. Aber ich sag, keiner Kaffee trinke mit dem anderen. Hoffentlich entspannt er sich, anstatt hier alle rumzukommandieren. Dafür bin ich zuständig. Ich bin nämlich der Führer. So. Weiter geht's. Ich sag's dir, einer davon gibt ein Leben. Meinst du?
Ja. Ich habe 20 Leben, die sind eh bei der nächsten Session wieder weg. Kriege ich eh wieder nur so einen lächerlichen Five-Up-Brief. Ja, ist ja nur mal angemerkt so für deine Zuschauer, dass einer davon. Achso, die ist doch fertig. Ist. Ah, ich habe die Krone gerade nicht gesehen. Ich dachte schon 3 Sterne und nicht fertig? Hä? Ah, stimmt, hier gibt es auch noch einen. Gut, dann also ich finde, den ja, sie sollten mal bei Super Mario mit mehr Sternen anfangen. So, wie wär's mit 250? Wie 250? Ja, stell dir mal vor, 250 Sterne insgesamt. Allein normale, die gelben. Okay. Oh Gott. Hast du sehr viel für dein Geld? Ich meine ja nur. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, mir ist im Grunde, ich meine, das Spiel hat ja schon verdammt viele Ideen drin und eine ziemlich lange Spielzeit, ne? Dafür, dass es auch so viele Ideen drin hat. Und wenn das dieses Niveau so lange halten kann, ja, warum nicht? So lange ist es okay. Genau. Aber sofern es anfängt mit, oh, jetzt wird's langweilig, jetzt wiederholt es sich. Aber, na gut, ich meine, hier steckt ja ziemlich viel Production Value drin, würde ich mal sagen, ne? Und je länger ein Spiel, umso risikoreicher ist es natürlich, das zu produzieren. Hallo? Oh, cool, One-Up-Pilz gefunden, meine ich. Komm her, ja, ein Schnuckel. Jetzt muss ich nur noch irgendwie mal den weiteren Weg finden. Ja, jetzt hast du nämlich das Problem, was ich auch hatte. Ich habe nämlich keine Ahnung gehabt, wo der scheiß Weg ist. Oh, hier sieht's gut nach Weg aus. Hier sieht's gut nach Weg aus. Hier gibt's viele Wege. Da ist ein Teleporter. Da ist eine Bowser-Statue. Das sieht nach einer Tür aus. Du gehst mal hier pennen. Danke sehr. Es ist Schlafenszeit. Mein lieber Manfred Geist. So. Da ist eine Röhre. Die Röhre war richtig, oder? Ich glaube ja. Könntest du mich Oh ja, die Röhre sieht gescheit aus. Und das ist, glaube ich, eins der ganz wenigen Male, wo man Geist-Mario wird, ne? Und wenn ich schüttel, dann wird's nicht gerührt. Mit A kann ich schweben und schütteln, das ist das hier so. Sehr gut, einmal getroffen werden und schon geht man sterben. Also nicht ganz, aber... Ja, und der Wind treibt einen durch die treibende Kraft nach oben. Oh Gott, oh, war das knapp. Weil das keinen Sinn macht, wenn er nicht materiell ist, sondern ein Geist, dann sollte ihn Wind auch nicht wirklich beeinflussen. Außer er ist verkleidet als Bettlaken, dann ja. Aber dann könnte der so schlecht schweben, würde ich mal behaupten, ne? Als Bettlaken? Ja. Ja, also bisher, ich will jetzt nicht zu laut sagen, aber es sieht schon ganz fortschritthaft aus, was ich hier hinkriege. Also das gefällt mir, das kann so weitergehen. Aber der schwierige Passagen kommt, kann ich meckern, also ja, gut, jetzt. Ich habe gedacht, ich nehme mehr Fail, weil du in den weiteren Welten bist, aber du kommst dadurch doch wie du kommst dadurch wie sonst was, wie Schweizer Käse. Oh, was, warum? Ich war Geist, warum hat der mich gerammt? Sauerei. Kann ich den umholzen? Nein, natürlich nicht. Jetzt muss ich wieder zu einem Geisterpilz kommen. Mein Gott, kaum sagt man was und schon hier... Oh nein, ich hätte die Münzen gebraucht. Egal. So, jetzt versuchen wir es besser. So. Was soll das? Ah, ich habe gedacht, als Geist könnte ich auch durch die Gegner durch. Na gut. Nein, Moment, das hättest du nicht. Das hättest du mir fragen können. Okay, dann hätte ich dich fragen können. Okay. So, das nehmen wir noch mit. So, ab jetzt fängt der Fehl an, fürchte ich. So, gut. Okay, jetzt sind sie gerade schön auseinander. Sehr gut, sehr gut. Ab durch die Mitte. Ja. Sehr gut, sehr... Ah, die Passage habe ich mit Bravour gelöst. Jawohl. Jawohl, so, ich sehe schon. Sehr gut. So, jetzt hoch, 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 hoch. Ja. Und... Oh Gott. Ah, links, links, nein, rechts. Oh. Das ist so knapp aus. Ich glaube, beim allerersten Mal, wo ich es gespielt habe, bin ich ja viel besser durchgekommen. Ich weiß auch nicht, was es gerade tut. Du hast eigentlich das... In meinen Augen doch fails, oder während die Zukunft doch fails und das Set an meinen Nerven. Okay, das wird doch nix. Mein Gott, das Intervall ist einfach viel zu kurz, um da durchzukommen für mich. Für dich? Ja, für mich. Wie soll ich sonst tun? So, hoch. Ja, komm. Ja, yo! Und jo! Jetzt fehlen mir Schuppen von den Augen und die Augen von den Schuppen. Oh, es hat doch noch geklappt. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich fände es süßer, wenn er den Stern als Geist einsammeln würde. Ja, aber dafür haben die keine Animation gemacht. Ja, finde ich schade eigentlich, aber naja gut. So, der 74. Stern, sehr schön. Mal sehen, ob wir noch einen schaffen. Noch. Sehr schön. Ich mag ja eigentlich am meisten immer die... Oh mein Gott, immer diese Sequenzen dazwischen. Na gut, was haben wir denn da? Sieht ja fast so wie ein hier weißer Pilz mit Eckzähnen aus. Wenn ich bloß wüsste, was aus welchem Grund ich mir die ganzen sonderbaren Krempel unter dem Deck aufbewahre. Weil es schön macht. Oh, so. Was haben wir davon? Keine Ahnung. Eine schöne Sammlung. Damit kann der dicke Stern vor seiner dicken Frau Stern angeben. Keine Ahnung. Schatz,
Ich war nicht untätig. Guck mal hier, meine neue Trophäensammlung. Und jetzt mach dich fruchtig, fruchtig. Ich musste mal kacken. So. Dann fällt mir so gerade ein, warum hat der Geisterpilz Eckzähne, wenn man sich nicht in einen Vampirgeist verwandelt? Weil Vampirgeister toll sind. Ja, aber man verwandelt sich nicht in einen. Warum? Deswegen sind Vampirgeister nicht... toll. Der wirre Weltraumspaziergang. Schwindel-Schwank-Galaxie. Oh, oh. Oh. Oh, yeah. Oh, oh, ja. Oh. Ja, 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 ich meine nur ja, ne? Ich finde diese Sequenz irgendwie lustig, der geht eigentlich immer direkt hier rein. So, und du kannst erstmal hier meine Wäsche waschen gehen, bevor ich dich dran lasse, Luigi. Oh, lass mal den leben? Nein, der gibt Starbits. Nein, da gibt keine Starbits, aber das hier könnte Starbits. Warum halte ich mich eigentlich auf? So. Keine Ahnung. Nein, ja! So, Roms, Bombs. Der ist schon mal hinüber, das ist nicht gut. So, da gehen wir hoch. Sehr gut, da gehen wir hoch. Sehr gut. So, ich will in die Röhre. Ah, ich will. Du steigst hier. Ah. Ach so, nein, verdammt. Kann ich da nicht hochgehen oder kann ich da nicht hochgehen? So, ich gehe mal rüber. Ah ja, so macht das Sinn. So macht das Sinn. Hallo, gehst du da rein? Dank dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Was denn das? Das sieht doch lustig aus und ja. Machbar. Komme ich hier eigentlich noch hoch, wenn ich die anderen Dinger auch kaputt mache? Wenn du alle kaputt machst, dann hast du schwere Karten da hochzukommen. Ich würde mal sagen, das ist fast unmöglich. Aber nur fast. Ach egal, ich werde hier zeigen, dass ich alle Kisten kaputt oder auch nicht machen kann. So. So. Gucken wir mal. Verdammt, jetzt komme ich wegen Feuer Mario sein, kann ich meinen Dings nicht machen. Oh. Ah, du kannst den Wirbelsprung nicht machen. Ah, genau. Ja, das ist natürlich ein Problem. So. Ah, es hat trotzdem geklappt. Nein. Oh, scheiße. Ein geheimer Stern. Sehr, ah, ich meine, ich mag geheime Sterne. Aber den finde ich ziemlich übel. Ja, ja. War das ich, der, ja, das war der, glaube ich. Ja, ich mag ja, den okay. Nicht. Ja, ist okay. Ja, komm, mach. Ja. Schieß. Hau rein. Mit hau rein. Hau rein. So. Zack. 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 Komm. Zack. Jawohl, also das sieht gar nicht mal. Ist auf der Fälle recht. Ja, nicht extrem knapp bemessen, aber doch recht knapp, ne? Ja, finde ich auch. So, komm, 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 komm. Nein! Und? Ist es ein oder zwei Kisten? Scheiße! Zwei Kisten waren's. So, Mann. Mein Gott. Nee. Nee, nee, nee. Moin, hab ich das verdient? Nee. So, komm. Na, ich finde das ja toll! Anstatt dass ich jetzt die restlichen zwei noch kaputt machen kann. Oh, hier du Loser, jetzt zeig mal, dass du nichts kannst. Oh, dann springe ich dagegen. So, zack. Ja, der zack. Denkt sich halt einfach. Zack. Ja, er hat es beim ersten Mal nicht geschafft, soll es jetzt nochmal neu machen. Ja. Yeah. Zack, zack. Oh Gott, falsche yeah. Richtung. Ja. Ah, oh, das wird wieder knapp. Oh Gott, das. Oh, fuh, komm! Das wird wow. Hat. Oh, so. Mit einer Sekunde. Wie viel Zeit habe ich noch? Krieg ich gleich noch einen hin? Du hast zwei Minuten. Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Lass ich es bleiben oder lass es nicht bleiben? Ich glaube, ich lasse es besser bleiben und dann machen wir das in der nächsten Episode. Ja. Drei Sterne sind ja schon was, ne? Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Super Mario Galaxy. Wow! Genau! Noch einen schönen Abend wünscht der Kommentator der Final Messenger 13. Genau.